Hallo, liebe Freunde des Spur-G-Blocks. Vor längerer Zeit hatte ich euch die KS-Signale von Franz Becke aus Fürstenau vorgestellt. Mittlerweile haben noch einige Anbieter vergleichbare Signale für die Gartenbahn angekündigt. Das Signal von Dietz ist bereits lieferbar, das Trainline-Signal soll auch demnächst kommen. Wie ihr im Vorspann gesehen habt, bieten moderne Lichtsignale eine Vielfalt von Signalbildern an. Wer ein größeres Lichtsignal vorbildgerecht verkabeln möchte, hat bei der analogen Verkabelung eine echte Herausforderung zu meistern. Codicoder bietet mit seinem Baustein Z116 mit Signalerweiterung eine einfache Alternative. Mit dieser Spezialvariante des Z116 lassen sich über 300 verschiedene Signalbilder realisieren. Und obwohl es sich um einen Decoder handelt, eignet sich dieser Baustein auch für alle Analogbahner, wie ihr gleich noch sehen werdet. Das Prinzip des Z116 ist sehr einfach. Die LEDs des Signals werden einzeln an den Decoder angeschlossen. Auch können zusätzliche Tasten angebracht werden. So können sowohl Analogbanner als auch Digitalfahrer den Z116 ansteuern. Im Beispiel habe ich dem KS-Signal die Zubehöradresse 30 gegeben. Zusammen mit den danach folgenden Adressen 31 und 32 lassen sich jetzt alle Signalbilder über den Handregler aufrufen. Wie angekündigt, funktioniert der Codicoder aber auch ohne Handregler. Der schwarze Taster schaltet zwischen HP0 und KS um. Mit dem grünen Taster kann zwischen KS1 und KS2 ausgewählt werden. Da der Z116 nicht nur die KS-Signale beherrscht, gibt es unendlich viele Einstellungsmöglichkeiten. Das erfordert schon eine gründliche Lektüre des Handbuchs. Die dort vorgestellten Beispiele helfen, sich in die Konfiguration einzuarbeiten. Codicoder bietet aber zwei hilfreiche Optionen an. Zum einen besteht die Möglichkeit, seinen Decoder schon fertig programmiert zugeschickt zu bekommen. Der Aufpreis für die individuelle Konfiguration hängt von den eigenen Wünschen ab. Es bietet sich in diesem Fall natürlich an, die Kosten vorab per E-Mail oder Telefon zu erfragen. Die andere Möglichkeit besteht im Erwerb des Codicoder Programmer. Mithilfe des USB-Moduls und der Codicoder Software lassen sich alle Einstellungen einfach und visuell unterstützt am PC durchführen. Wer vom Codicoder überzeugt ist und mehrere Module einsetzen möchte, wird sich vermutlich früher oder später für den Programmer entscheiden. Zum Ausprobieren des Codicoders Z116 ist der Weg über die CV-Varianten vermutlich die günstigste Möglichkeit. Auf der Seite des Spur-G-Blocks habe ich alle für das folgende Beispiel geänderten CVs aufgelistet. Den Praxistest habe ich sowohl mit einem Massot-Navigator als auch einem Simo MX-ULF durchgeführt. In beiden Fällen ist es sinnvoll, einen 47 Ohm Widerstand beim Programmieren zwischenzuschalten, sonst funktioniert die Programmierung teilweise nicht. Während das Schreiben des Decoders mit dem alten 47-Ohm-Trick klappt, bin ich beim Auslesen der aktuellen CV-Werte gescheitert. Wenn man aber im Vorfeld alle zu ändernden CVs detailliert aufschreibt, lässt sich der Z116 im Blindflug programmieren. Neben dem KS-Signal blieben noch 8 Ausgänge am Z116-Decoder frei. Deshalb habe ich an die freien Ausgänge ein Schweizer Vor- und Hauptsignal von Erwin Willing installiert. Auch diese lassen sich einfach mit dem Fahrregler steuern. In der von mir programmierten Variante wäre es sogar möglich, ein Hauptsignal mit 4 Leuchten anzuschließen. Wenn man nun im Betrieb manuell das vierte Signalbild ansteuert, käme bei den angeschlossenen 3 Leuchtensignalen natürlich ein falsches Signalbild heraus. Wer die möglichen Signalbilder moderner Kombinationssignale ausnutzen möchte, sollte sich den Z116 mit Signalerweiterung genauer ansehen. Die Konfiguration erfordert ohne Programmer sicherlich einige Konzentration, aber die einfache Bedienung des fertigen Signals lässt dies schnell vergessen. Die Möglichkeit, den Z116 mit Tastern zu schalten, macht den Decoder sowohl für Analog- als auch Digitalbahner interessant. Wer nur zwischen Rot und Grün umschalten möchte, sollte sich besser bei den deutlich günstigeren Decoder-Varianten von Codicoder ohne Signalerweiterung umschauen. Mehr Informationen zum Codicoder und vor allem alle Handbücher als kostenlosen PDF-Download findet ihr auf der Homepage von Codicoder. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und wir sehen uns bald wieder auf www.spurgblog.de. Bis dann!